So, auf jeder hat die letzten paar Gefechte hier in Card Ops Nuclear Dome bzw. Chase the Express. Wir erreichen wieder meinen Lieblingswagen. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass dieser Mason ein bisschen durchgedreht ist? Also so ein klein bisschen, dass er sich für den Rex Mundi hält, den König der Welt. Oh, da liegt ja was. Bestimmt wieder MP5 Munition. Nee, Grenade Launcher Ammo, nice. Diese Grenade Launcher Sache würden wir eigentlich auch nur für den Endkampf verwenden müssen. Was ich ein bisschen schade finde. Also eigentlich müssen wir die jetzt nicht mitnehmen. Aber gut, weil wir sie haben, nehmen wir sie mit. Was liegt hier drin? Nee, lassen wir jetzt sein. Ich will hier jetzt so langsam mal zu Ende kommen. Denn ich müsste heute eigentlich noch für meine Semesterprüfung lernen und möchte das so langsam auch mal zum Ende kriegen hier. Nicht, dass ich jetzt irgendwie unmotiviert wäre, das Spiel hier zu spielen. Nein, nein, keineswegs. Aber wenn man so kurz daran ist, dieses Spiel zu schaffen, dann möchte man es doch hinter sich haben. Huah! Du wusstest, was auf dich zukommt, Kollege. Du auch. Ich liebe dieses Gewehr. Also wenn die letzten paar Minuten jetzt hier quasi Speedrun-mäßig. Na gut, so schlimm eigentlich nicht, aber ihr wisst schon. So, wer stellt sich mir hier entgegen? Hm. Ihr kennt doch sicherlich, wenn man im Englischen sagt, however. Dass man zum Beispiel bekommt, however, I'll write my axioms today. Kennt ihr einen besseren, kennt ihr eine bessere Alternative zu however anstelle von wie auch immer? Weil das hört sich nämlich so merkwürdig vernachlässigend an. So, wir sind in Wagen Nummer 4. The system is wrecked, totally out of control. The time has come to launch a counterattack. The Eternal Kingdom is to be resurrected, to give a crushing blow to the slaves of capitalism. Does that mean... Could it be... nuclear? Is the triggering device functioning? What do we do now? Jack, where is the nuclear warhead? Okay. 10 Minuten haben wir Zeit, um die nuklearen Sprengköpfe zu finden. Wir müssen dazu Billy diese CD begeben. Wo sitzt der denn? Genau. Und das ist nämlich die Zugsystemdisk. This is the system retrieving software. Maybe I can do something with it. Hold on. Okay, all the cars are open now. All right. Oh Gott. Habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. Und wir haben hier gerade eine Störung. Die Framerate sinkt wieder. So, wir müssen jetzt nach Wagen Nummer 2 und ich verschluck mich hier gerade. In die Richtung müssen wir. Und wir müssen jetzt gleich 3 Bomben entschärfen. Und da kommen die Mikrofilme ins Spiel, die wir im Verlauf des Spiels aufgesammelt haben. Werde ich euch gleich erklären, wie man da rangeht. Und wir sind in unserer letzten Station angekommen, in Lyon.
So. Dann jetzt geht's jetzt hier lang. Ich glaube, dass wir das hier getrost ignorieren können. Wir müssen jetzt quasi einfach nur nach Wagen Nummer 2. Terrorists have very carefully worked everything out this far, but they might have set more traps. It's too risky to let the rescue team move in closer. There's no reason to lose this chance. I suggest we send in the rescue team immediately to get the ambassador, then blow up the train and the tunnel. We don't have enough intelligence yet to analyze the situation correctly. We have no idea what the consequences will be if we blow up the train. The consequences will vary according to the location. It will be too late after the train enters the city. The deputy commander is right. We must prevent a nuclear blast from happening in Paris. Contact the French government. Ask them which tunnel we can use to explode the train. Summon geographical experts and nuclear physicists. Tell the rescue team to stand by and be ready to move on a moment's notice. And get me Lieutenant Morton on the radio. I've got Lieutenant Morton. Lieutenant Morton? I'm presently moving to disarm the nuclear device. This is headquarters' decision. As of now, we are changing the Blue Harvest course to the Southern France route. In the event the nuclear device cannot be disarmed, the train will be destroyed inside a designated tunnel along that route. This decision is made to prevent the train from entering Paris and to minimize radiation contamination. Your time to disarm the device is limited to when the train reaches the designated tunnel. What about the plan to rescue the ambassador and the others? That is being discussed right now. You mean to expect the worst? This is the last order. Make sure you return alive. Roger. Roger. Okay, wir sind in Wagen Nummer 2. So, wir haben jetzt hier 3 Bomben. Ich glaube, wir müssen erstmal nach oben. Denn wir brauchen etwas, um die Bomben zu entschärfen. Und das finden wir, glaube ich, nur in Wagen Nummer 2. Also in Wagen Nummer 2, Stockwerk 2. Und wir hören jetzt schon wieder diese Kackroboter. Sollte aber nicht so das Problem werden. Der Kollege meinte es gut mit uns, der wollte uns warnen. Wir haben hier noch was. Ah, ein First Aid Kit. Komm, nehmen wir eins. Das ist das Letzte, was wir brauchen. Den haben wir auch überstanden. So. Ich glaube, wir müssen auch hier runter. Scheint so, weil es gibt ja keinen anderen Weg. Und... Moment. Bin ich jetzt hier falsch? Ja, ich bin falsch. Schöne Scheiße. Das geht jetzt ein bisschen auf die Zeit, aber ich denke, das sollte jetzt nicht kritisch werden. Sagen wir einfach, ich wollte hier oben schon mal aufräumen. Ne? Ich habe auch keine Ahnung, ob das gerade ein bisschen laut ist oder nicht. Gut, dann
Ja, wie gesagt, müssen wir uns hier umsehen. Irgendwo gab es hier jetzt Entschärfungsmaterial. Das weiß ich noch. Aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, weiter hinten. Ah, ja, genau, hier. So, die Memo brauchen wir. Der Blue Harvest ist durch einen experimentellen Tritium-Hydrogen-Motor angetrieben worden. Der Treibstoff für diesen Motor kann vom Seewasser extrahiert werden und die Energie verursacht keine Verschmutzung. Dieser Motor war mit streng geheimen Joint Research Daten von der USA, Japan und Russland gebaut worden. Jedes Land involviert ist also die möglichst hohe Geheimhaltung zu bewahren. Dieser Hydrogenmotor kann die Antwort zu allen Problemen, zu allen Energieproblemen in der Geschichte der Menschheit werden. Für die Zukunft der menschlichen Rasse. Aha. Okay. So, da haben wir Kneifzangen aufgehoben und ein Endoskop. Und jetzt machen wir uns daran, die drei Bomben zu entschärfen. Und zwar fangen wir mit dieser hier an. Und ich speichere jetzt vorher nochmal ab, falls wir jetzt die falsche nehmen. Deshalb mache ich jetzt auch ein bisschen früher Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge. Bisschen früher Schluss heute. Bis dann.